Es ist 3 Uhr morgens. In 4 Stunden wird Patricks Wecker klingeln und ihn aus dem Schlaf reißen. Vorausgesetzt, er hat bis dahin welchen gefunden. Es ist heiß. Daher wollte er mit offenem Fenster schlafen. Der Lärm der Stadt lässt ihn immer wieder hochschrecken. Es ist einfach zu laut. Nach wenigen Minuten heizt sich die Luft in Patricks Zimmer auf. Da fällt ihm ein Freund ein, der ihm etwas von einem Wunderfenster erzählt hatte. Es soll Luft durchlassen, den Lärm aber nicht. Er ruft in Korea bei dem Entwickler Seong Hyun Lee an. Dank der Zeitverschiebung ist es dort mitten am Tag. Hi Patrick! Er hat Zeit und erklärt ihm das Prinzip. Das System ist einfach. 2 Glasscheiben aus Acrylglas sind 40 mm voneinander entfernt. Acrylglas ist als Plexiglas bekannt und eigentlich kein Glas, sondern Kunststoff. Es ist stoßfest und wetterfest. Der Hohlraum dazwischen dient als Resonanzraum, ähnlich wie bei einer Gitarre. 50 mm große Löcher sind in die Scheibe eingelassen. Dadurch gelangt frische Luft von draußen direkt in das Zimmer. Gleichzeitig nehmen sie zusätzlich den Schall auf, ohne ihn wieder freizulassen. Das Ergebnis: wunderbare Ruhe. Naja, fast. Die Dämpfung liegt bei maximal 30 Dezibel. Eine laute Straße mit vorbeirauschenden Autos, lachenden Spaziergängern und kämpfenden Katzen wird also nicht ganz ausgeblendet, aber deutlich verringert. Bei einem startenden Düsenjet vor deinem Fenster versagt aber auch dieses Wunderfenster. Leiser wird es trotzdem. Patrick ist begeistert. Mit dem neuen Fenster kann er ruhig schlafen, ohne auf kühle Luft verzichten zu müssen. Na dann, gute Nacht, Patrick.